Willkommen zurück zum Let's Play Scribblenauts Unlimited. Wir sind hier in dem ABC-Eisberg oder so. Ich weiß nicht, wie viele fehlen uns noch. Ach, nur noch der Yeti. Der sagt bitte lächeln. Fliege? Kleidung? Vielleicht muss er ja schick aussehen. Aber wenn er eine Kamera will. Kamera. Vielleicht muss ich ihn ja auch fotografieren. Benutzen. Beweis. Naja, fast. Mr. Yeti hat dein Foto aufgegessen. Was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das Level hätten wir vollständig. Dann gehen wir als nächstes zur Rufspitze. Okay, dann mache ich gleich erst den Stern hier. Der ist gerade hier so schön bei mir unten, deswegen. Weil es da ist, nennt es sich also. Okay. Wir wollen also ganz nach oben. Diese drei Freunde besteigen den Berg. Beseitigt die Felsbrocken, die ihnen den Weg versperren. Okay, dann nehmen wir Dynamit. Okay, warten, dann sammelt das. Och, komm. Aufsammeln. Werfen. Hat nicht gereicht. Okay, Dynamit. Wieso? Och, ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur Dynamit schmeißen. Dynamit. Ja, ich bin ja dabei. Viel Dynamit. Okay, da mache ich großes Dynamit. Ja. Da mache ich großes Dynamit raus. Och, komm. Großes Dynamit. Ich halt nur Dynamit. Oh, jetzt ernsthaft. Dynamit. Mal jetzt hin. Jetzt mache ich noch Adjektiv. Großes. Aufsammeln. Werfen. Och, ernsthaft. Aber das hat wenigstens schon mal etwas geholfen. Dynamit. Großes. Interagieren und abhauen. Ich dachte, das würde dazugehören. Okay, das wusste ich jetzt irgendwie nicht. Geht doch. Gerade als der nächste Hinweis kommen wollte. Oder kam, eher gesagt. Was jetzt? Was ist es diesmal? Ach, okay. Die Eisriesen haben einen Sturm verursacht. Erschaffe drei Objekte, die den Kletterern in der Kälte beim Überleben helfen. Okay. Decke. Heizung. Handschuhe. Bäm, mit der Heizung habe ich es euch gegeben. Und weiter voran. Ich will aber auch hinterher, ne?
Oh, Yeti. Yeti ist auf Krawall gebürstet. Der Yeti ist wütend. Kümmere dich um ihn, damit sie die Kletterer weiter den Berg besteigen können. Töte ihn aber nicht. Okay. Ich gebe mein Bestes. So. Ich muss mal ein bisschen... So, ich kann die anklicken. Schlafender. Und nun können sie an die... Er ist runtergefallen. Ernsthaft, er ist runtergefallen. Soll das das Polarlicht andeuten? Die Kletterer nähern sich dem Gipfel. Lege ein Objekt auf den Gipfel, das einen der Kletterer gefallen sollte. Weiß nicht, was könnte ich denn da drauflegen? Eine Fahne. Achso, es reichte schon so. Okay, okay, ja, gut, akzeptiere ich. Hauptsache den Stern. Gut, dann geht es mal weiter, dann mit ihm bestimmt. Diese Skulptur ist langweilig. Platziere etwas auf den Holzpodest, das mich inspiriert. Auf was für ein... Ach so, da. Ein... Was könnte ihn inspirieren? Na, Prinzessin. Ach so, das hat sogar funktioniert, obwohl sie nicht auf dem Podest war. Der andere Jack will meine Höhle nicht verlassen, aber wir können ihn mit Lärm heraustreiben. Radio. Etwas minimal verstörend. Okay. Was ist denn mit ihm los? Mit denen. Hilf uns herunterzukommen. Ich kann nicht hoch genug springen, um meiner Ziegenmama zu folgen. Rosa. Ist er groß und stark. Dann mache ich eine Sprungfeder. Ja, das hat geklappt. Schere. Nimm die mal und benutze es. Kannst du mir helfen, einen Vorsprung beim Rennen zu bekommen? Dann machen wir daraus schneller. Boah, der ist aber echt schnell. Okay. Eine prähistorische Leiche ist im Eis gefangen, aber wir können sie mit Hilfe der Wissenschaft befreien. Mit Hilfe der Wissenschaft? Hammer und Meißel. Oh. Meißel, genau. Das hatte ich auch. Mit Hilfe der Wissenschaft? Dann ein Laserstrahl. Lasergewehr. Kriegst du ein Lasergewehr? Hm. Schneeziege, das hatten wir schon. Was ist mit ihm? Dann mit ihr oder ihm? Das ist steil. Ich traue mich nicht zu springen. Dann bist du jetzt ein Mutiger. Mutiger. Und was mit dem Yeti los? Sei wie ein Yeti und ich werde dein Freund sein. Haare. Okay, dann mache ich es anders. Dann mache ich mir ein haariger Rosa.
großer. Okay. Gibt's nicht. Dann weißer großer. Ja, das hat funktioniert. Okay. Sterbliche stehlen unsere göttlichen Relikte. Hilf uns wieder göttlich zu werden. Göttliche? Okay. Ja, und das Level ist vollständig. Gut. Weil ich hätte sonst nicht gewusst, was ich hätte sonst noch machen sollen. Und meine Maus da. Das ist meine Maus. Und dann geht es weiter in die Was? Alinea-Gipfel? Das ist Alinea-Gipfel. Diese Falle sieht wirklich gefährlich aus. Tu etwas dagegen. Kaputte. Der Fellhändler freut sich nicht drüber. Wer hätte das gedacht? Suche nach Santa. Oh, wer kann Santa suchen? Okay, das sieht mir eher so nach Mordfall. Unfall. Ich glaube, ich habe Santa gefunden. Santa wurde sabotiert und wird vermisst. Gib Frau Klaus die entsprechenden Papiere, um zum Tatort zu gehen. Ausweis. Guck, ich bin nicht mehr seine Frau. Der Schlitten wurde offenbar manipuliert. Gib dem Beamten etwas, um mit Pulver nach Fingerabdrücken zu suchen. Pinsel. Mein Putzgerät, da können sie gleich den Wagen putzen. Boah, was für ein Fingerabdruck. Der Fingerabdruck ist der von Jack Frost. Gib dem Polizisten etwas, was bei der Vernehmung behilflich ist. Ein Diktiergerät. Nee, machen wir ein Lügendetektor. Lügendetektor. Nein, anders. Ah! Ich wollte gerade sagen. Jack Foss hat gestanden, dass Santa hier in der Gegend ist. Gib dem Hund etwas, was nach Santa riecht, damit er ihn aufspüren kann. Kekse. Beziehungsweise Keks. Das hat wirklich geholfen. Das hat wirklich geholfen. Santa riecht nach Keksen. Hat Santa uns reingelegt. Ich dachte eben, oh mein Gott, Santa ist tot. Aber zum Glück nicht. Zum Glück. Okay. Ich würde aber, bevor ich weitermache, lieber noch bei Lilly vorbei, um die restlichen Welten mir freizuschalten. Es sind nämlich nur noch diese beiden. Weil bei 60 Sternen ist automatisch das Outro dann gestartet. Weil er bleibt dann so lange dort stehen, wie er an Sternen bzw. was er freischalten kann und alles. Und das Outro will ich ja doch dann erst haben, wenn ich die Level fertig habe, komplett. Genau, der Delfin an Land. Oh mein Gott, wie süß. Wie süß. So, jetzt ist die Welt nämlich freigeschaltet. Damit ganz viele neue Level. Und die letzte kann ich auch noch freischalten. Und dann gehe ich erst wieder zu Lilly, wenn ich das Outro starten will.
Ja, und da sieht man es schon, dass man da halt 60 Sterne braucht. Und ja, ich gehe jetzt wieder hier zu den Gipfel, Alinea-Gipfeln. Und werde jetzt dann erst wieder zur Farm gehen, wenn ich halt alle Level voll habe. Wir können nicht auf dieser vereisten Stelle spielen. Jemand könnte ausrutschen. Dann Flammenwerfer. Mal und verbrennen. Es hat aber funktioniert, auch wenn eins davon draufgegangen ist. Ja. Max will, du kriegst nie wieder einen Flammenwerfer, damit das klar ist, ne? Schlitten. Ja. Mann, wir fahren wir ins Ziel schlittern. Schlitten fahren ist cool. Schlitten fahren ist awesome. Jede Person braucht etwas, um den Berg hinunterzukommen. Gib zuerst dem Skifahrer, was er braucht. Ski braucht er. Ich meine immer so süß. Ah. Als nächstes die Arktisbewohnerin. Gib ihr etwas von ihrem Zuhause. Ein Iglu. Ernsthaft, sie rutscht jetzt auf ein Iglu herum. Wie geil. Jetzt ist der Koch an der Reihe. Verwende den Notizblock aus der Küche zu geben. Ein Herd. Jetzt rutscht er auf ein Herd herunter. Ja. So muss das sein. Die Bäuerin nimmt sich frei, um die Schneehänge zu genießen. Gib ihr etwas von dem Bauernhof, um daraus zu reiten. Ein Huhn. Also, jetzt reitet ihr nicht, die fliegt eher, ne? So, die fliegt. Cheaten! Der Zauberer ist bereit. Er will auf etwas Mystischem reiten. Eine magische. Eine. Machen wir eine. Mystische Schildkröte. Geht bestimmt. Es geht wirklich. Es ist so cool. Es ist so genial. Sogar Zombies machen Urlaub. Erschaffe mit dem Notizblock Nahrung für Untote. Mensch. Ja, minimal verstörend. Minimal. So, dann hole ich mir mal den Sterity. Und brauche ja noch ein paar Splitter. Ein paar Splitter brauche ich noch. Wie viele eigentlich noch? Oh, der Schneeball? Ich bin zu langsam, um diesen Berg hinunterzurollen. Schneller. Okay. Ach, hier oben. Die heiße Schokolade schmeckt fade. Peppe ihren Geschmack auf. Okay, dann mit Sahne. Yam, 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 yam. Was ist mit dem Hund? Hilf mir, meine Hütte für die Feiertage vorzubereiten. Girlanden. Keine Girlanden? Dann Lametta. Lametta. Was hältst du? Das hat geholfen. Okay. Ja. Klar. So, ich mache jetzt noch einen Splitter. Hilf mir wieder durch die Lüfte zu fliegen. Engelsflügel. Jedes Mal, wenn eine Glocke klingelt, schön. Ja. Jemand scheint in dem Schnee festzusitzen. Was? Du hast so festgezogen? Gib mir meinen Fuß zurück. Etwas verstörend. Minimal verstörend. Okay, jetzt ist aber wirklich der Part zu Ende und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss, eure Tai.